So, und weiter geht es jetzt hier mit Assassin's Creed 2. Oh, ja, Gigo Akaki ist irgendwie wieder voll am Start. Hab fast meine Energy-Flasche, der Dose weggehauen. Ja, ich will ja noch was, davon noch was trinken, da ist ja noch was drin. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier diesen Turm nochmal hochklettere. Weil da oben ja ein Adler ist und da kriegen wir eben halt bessere Erkundung in dieser Gegend. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass wir jetzt schon wieder hier so hochklettern müssen. So. Ja, ich habe ja jetzt noch ein Video von Sirius geguckt. Das kennen bestimmt auch einige. Auf jeden Fall hat er schon mal gesagt, ja, Let's Play ist schon sehr aufwendig und man muss ja immer ein bisschen so fließbandmäßig das alles so fördern und so. Ja, also ich mache das eigentlich immer so, wenn ich Zeit habe oder so, dann werde ich auch die Videos raushauen. Wenn ich jetzt keine Zeit habe, dann kann ich nichts machen, aber das ist eben halt so. Dann wirst du mal gleich deabonniert, nur weil du eben hier dementsprechend ja nicht in schnellem Fluss oder so die Videos ja hochlädst. Man muss auch so sehen, nicht jeder Let's Player hat, kann eben halt wie die anderen Großen hinterherkommen, weil nicht jeder hat gleich eine gute K-Leitung und so. Und es gibt viele Leute. Ja, bei denen ist es immer erwünschenswert oder die fordern immer so viel. Ich weiß gar nicht, was das gerade dieses eine komische Symbol ist. Das da. Rennen, achso, okay. Und das ist Codex-Seiten. Ja, und das ist eigentlich sehr, sehr aufwendig mit Let's Plays. Das ist jetzt wieder was ganz anderes, so wie diese. Ja, es gab auch schon welche Videos wie Let's Play versus Gameplay-Commentaries oder so. Es ist schon klar, dass man schon was Geiles erspielen muss bei Gameplays oder so, dass man da auch gut kommentieren kann, dass man da auch coole Themen ansprechen kann, was man jetzt nicht bei Let's Plays so wirklich der Fall ist. Es gibt einige Dinge, da rede ich ja auch dann über irgendwie was oder irgendwelche Themen oder so, je nachdem. Aber meistens bin ich ja auch selber so im Spiel voll mit drinne und so und naja, das macht ja auch nicht jeder wirklich. Andere, die spielen einfach und halten, glaube ich, mehr als eine Minute oder so. Manchmal, ja, so gesehen, ihre Klappe oder so. Keine Ahnung. Ja, die Ausdrucksweise, ne? Naja, auf jeden Fall muss es jeder immer irgendwie so sehen, ne? Weil der Spaß darf ja nicht fehlen. Wenn man den Spaß dazu nicht hat und denkt so, ah, ich habe ja unter 1000 Aufrufe und ja, ne? Also einige ist es eben halt so, dass es bei welcher Standardweise so ist. Oh, ich laufe da irgendwie voll komisch rum. Ja, dass da eben halt immer viel andere Kommentare kommen, so halt. Oh, jetzt bin ich irgendwie. Hä? Muss ich da irgendwie reinklettern? Ich kletter mal oben rein. Ist mir ein bisschen blöd jetzt gerade. Weil ich bin gerade noch am Kommentieren und so, und das ist sehr so eine. Auf jeden Fall, ja, es ist immer so eine Sache halt mit Let's Plays und Commentaries und so, weil Commentaries, da musst du was Geiles erspielen, eine Runde und so. Aua, jetzt habe ich ganz schön viel Leben verloren. Ich gehe gleich mal zum Arzt. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo der Eingang ist. Ah, Sachs. Ja, wir können uns nur heilen, wir können auch keine Getränke mitnehmen. So, unsere Gesundheit ist jetzt voll. Ja, da gibt es hier jetzt zum Beispiel auch Kunsthändler, da kann man Gemälde kaufen. Aber das ist jetzt gar nicht erforderlich hier in den Let's Play. Reupload. So, integrieren. So, das hätten wir geschafft. Familienerbstück. Giovannis Dokumente finden und sie Roberto Alberti bringen. Gucken wir mal. Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Dann gucken wir mal. Adlerauge, ne? Das sieht mysteriös aus. Ja, stimmt, die Fertigkeit Adlerauge, das ist ja sehr nice. Jetzt können wir die Kiste öffnen. Ich muss das zu Signor Alberti bringen.
Okay, jetzt sind wir voll der Assassine. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Wir haben jetzt den Umhang. Jetzt können wir hier zum Beispiel, na warte mal, hier auswählen im Menü. Schnellwahlmenü kann man auch sagen. Man kann aber auch hier die Richtungstasten drücken. Ja, jetzt haben wir hier das Schwert. Yeah. Sind wir schon in der Position eines Assassins zu sein? Okay, dann legen wir mal los. Na, hier sieht er ja schon, dass sie hier alles umgekrempelt haben. Die wollten wohl nach den Dokumenten suchen. Oh. Traditore! Hey, was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Was wollt ihr also? Töten, schnell, denke ich mal. Nun, das wird nicht geschehen. Warum suchen wir keine andere Lösung? Es gibt keine andere Lösung. Boah, jetzt übertreiben die echt mit der Situation gegen uns. Weil die ganz genau wissen, dass ich hier nach den Beweisen gucken werde. Und dass ich die ja auch habe. Ah ja, Blut haben wir jetzt auch, okay. Kann sich jetzt keiner beschweren. Kein Blut und Ich finde das so geil, wie die Leute immer rumgehatet haben bei den Let's Plays von Sirius, obwohl der richtig viele Zuschauer kriegt und so. Ja, eigentlich geht es immer um die Let's Player mit Zuschauern und alles. Ah, verdammt. Fuck. Können wir die ansprechen, weil wir nicht anonym sind. Na, super. Ja, du sollst auch kontern, mein Freund, ne? Zack. Aber was ich richtig nice finde an dem Teil hier ab hier schon, dass man die Lebensanzeige sehen kann. Von den Gegnern. So. Sprechen wie man. Die Beute kostet immer noch 3000. Ah, warte mal. Können wir Sachen färben? Können wir auch noch nicht, ne? Nochmal ansprechen. Hallo. Gott erbarme dich, dieses Schwanz. So. Kleidung färben. Assassin Weiß haben wir noch, okay. So, dann gehen wir mal los. Eine weitere Feinde. Klettern wir mal hier hoch. Damit wir nicht so viel Aufsehen erregen. Da ist ein Haus. Ezio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Oh. Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Okay. Ja, dann gehen wir mal zum Aufrufungszeichen. Assassinenumhang erhalten. Ja, da können wir uns eben halt, verdeckt halten und alles. So niedrig, dass ihr euren Augen. Ja, der Schmiede, der kann für uns dann, so gesehen, Waffen anbieten, Reparaturen anbieten. Schaut nur her, ich verspreche. Zum Beispiel können wir jetzt sagen, okay, wir haben hier noch keine beschädigte Rüstung. Hier können wir jetzt schon, ja, Leder kaufen und alles. Hier gibt es noch nicht alles im Lager. Man hat noch nicht alles freigeschaltet. Oh, das ist nicht gut. Feinde, Feinde. Ah, ich habe keinen Bock mit euch abzugeben. Kommt mal von mir. Egal, wir hauen einfach ab mal. Ich renne von euch davon. Ich habe traditionelle Wo kommt er her? Solche Filme sind doch so.
Bitte, bitte, bitte nicht. Ja, die sind geflohen. Okay, sehr schön. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht da wieder Aufsehen erregen. Ich gehe jetzt mal hier rum. Da müssen wir jetzt. So, was haben wir jetzt? Der letzte, der noch steht. Der Verhandlung von Petruzio, Giovanni und Federico beiwohnen. Okay. Ja, jetzt müssen wir zum Gerichtshof. Schauen wir uns das mal an, was da abgeht. Wow. Nein. Giovanni Auditore, ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt. Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt. Ich muss näher ran. Ja, hättest du ihn nicht geben sollen. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden. Vater! Nein. Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen. Dafür werde ich dich töten. Wachen! Ergreift ihn! Oh oh. Aber Tetelo. Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Okay, weitere Assassinen, die uns jetzt unterstützen wollen, denke ich mal. Unsere Helfer. Und jetzt müssen wir echt abhauen. Scheiße, wir haben doch keine Chance. Oh mein Gott. Unsere Familie jetzt tot. Also jetzt die männlichen, kann man sagen. Also unsere Mutter und unsere Schwester leben noch. Aber... die anderen. Verdammte Mistkerle. So eine verdammte Verschwörung ist jetzt Ezio. Ja, komm. Oh, ich meine nicht, dass er mich jetzt da drin entdecken. Eine gute Oh, du Penner, ey. Das gibt's doch gar nicht. Aber ich hätte mir schon gedacht, dass sie jetzt schlauer geworden sind. Alter, fiese Wachen auf jeden Fall. Jetzt müssen wir abhauen, hier schnell möglichst. Nein, da können wir nicht greifen, verdammt. War zu weit weg. Alles klar, wir haben es geschafft. Der letzte, der noch steht. Okay, Erinnerungen sind synchronisiert. Sequenz 1 beendet. Ja, wir haben unsere erste Sequenz geschafft. Ich habe einen kleinen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Okay. Servizio, Gott sei Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich... konnte sie nicht stoppen, Manetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Okay. Die Annetta, unsere Bedienstete. Oha. Ja, mir ist den Bekanntheitsgrad ziemlich hoch.
Oh, oh, oh. Also wir können viel, viel schneller jetzt Aufmerksamkeit erregen. Oh Mann. Die Alte del Cambio warnt ihre Mitglieder vor der Familie Bentivoglio aus Bologna. Da ist einer. Die Rückstände bei einem unserer geschätzten Mitglieder führten zu dieser drakonischen Maßnahme, die bis zur vollständigen Bezahlung in Kraft bleiben wird. Okay, können wir ihn bestechen irgendwie? Die neuesten Meldungen. Wegen der schlechten Getreideernte dieses Jahr ist der Preis für Weizen um 6 Florin pro Zentner gestiegen. Oh. Voll viel Florin. Oh Mann, was ist das? Also da steht Steckbrief. Die müssen wir so gesehen abreißen, damit wir unsere Bekanntheit irgendwie ja niedriger machen können. Gehen wir mal nach oben. Ich kann nicht hochklettern. Achso, jetzt. Scheiße, Mann. Okay, jetzt. Wo ist dieser Brief? Bestimmt hier irgendwie. Nee, da nicht. Mann, wo steckt dieser Brief? Der kann doch nicht irgendwo da. Na sicherlich, wo da Wachen sind oder was? Nee, ich will da nicht hin, das sind Wachen, Alter. Die könnten mich davon entdecken. Das ist ja echt eine schlechte Position, um da einen Steckbrief irgendwie so zu verstecken. Mann. Da gehe ich nicht hin. Das sind Feinde. Nein, du sollst nicht hochklettern. Ah, egal, dann kletter hoch. Da. Ich gehe jetzt über die Dächer zum Aufrufungszeichen. Dann müsste das so gesehen, ja. Dann kacken wir erstmal da drauf. Steckbrief. Kann ich da reinspringen? Ich hoffe mal, er springt da rein. Ja. Der Todesflug, ne? Rennen wir mal hin. Die alternative Kamera ist jetzt abgeschaltet irgendwie, glaube ich. Achso, da können wir ein Rennen machen. Ich laufe jetzt mal da weg. Nein! Oh, wie lästig das auch ist, ne? Wenn man da voll die Bekanntschaft gerade hat. Bekanntheit meine ich, nicht Bekanntheit. Ja, Bekanntschaft kann man mit anderen Leuten machen. Oh. Das ist immer das Schwierige an den Teilgebissen, wo jetzt hier so Bekanntheitsgräden geht und dass man die beachten muss und ja. Ich geh mal da hoch. Müssen wir das hochgehen? Eccolo! Ich glaube, jetzt schmeißen die auch mit Steinen, glaube ich, ne? Mann. Ich wusste gar nicht, wo ich gehen soll. Weil überall sind Wachen. Überall. Ich mag es überhaupt nicht, wenn da überall Wachen sind. Ah. Und wir keine Chance da haben, da rumzulaufen. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Nein. Das denke ich mal nicht. Ja, man soll in der Öffentlichkeit nicht mit der Wäsche waschen. Das war knapp. So. Oh, Ezio, verdammt. Was hat er vor? Ich kletter jetzt einfach mal schnell hier hoch. So. War ein bisschen doof jetzt dahin zu laufen, aber naja. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, den Adlerauge einsetzen. Um hier so ein geheimes Ding hier zu finden. Was machen wir jetzt? Hey, das kann nicht sein. Unmöglich. Das ist Computercode. Ich kompiliere. Oh Mist, verschlüsselt. Lade es auf meinen Computer. Ich bin ein Meisterhacker.
geht nicht. Das ist nur mit dem Animus kompatibel. Dann lade sie zu Desmond hoch. Ich kann es nicht glauben. Wir hören die auch noch irgendwie. Hallo, ich bin... Nenn mich Subjekt 16. Hört zu. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss dir etwas zeigen. Wir wurden die ganze Zeit belogen. Alles, was wir wissen, alles, an das wir zu glauben erzogen wurden, alles falsch. Okay, ich habe die Beweise, die Datei, die alles hochgeladen, aber in 20 Teile zerlegt, alle mit einem Code geschützt. Ich muss aufpassen, Königin Isabelle könnte... Nein, nicht sie. Welches Jahrhundert ist es? Egal. Ich habe den Code der ersten Datei in diesem Programm versteckt. Finde sie alle. Und auf dem Weg zu die Wahrheit finden. Was zur... Wie ist das in unseren Animus gelangt? Oh, der Memory-Kern. Wir transferierten die Daten von 16 von Abstergo zum Animus 2.0. Da muss er sich reingehackt haben, als Widdig ihn zwischen den Sitzungen alleine ließ. Halt, eine Sekunde. Die Zeichen an den Wänden bei Abstergo, die blutgeschriebenen, das waren Hinweise. Er wollte, dass wir sie im Animus suchen. Am Anfang, Datei freigegeben. Oh, wieder so Rätselzeug. Boah. Ja gut, das machen wir sonst im nächsten Part. Ich werde jetzt mal einen Cut setzen und wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Haut rein. Yeah.